Hallo zusammen, heute ein kurzes Video zu LAZ CLI, einem Kommandozeilentool für FreePascal und Lazarus. LAZ CLI wurde mit Lazarus gebaut und läuft unter Windows, Linux und macOS. Und mit LAZ CLI könnt ihr euch eine Projektvorlage für Konsolen- oder GUI-Anwendungen erzeugen, die ihr dann zum Beispiel mit Visual Studio Code, sag ich mal, weiter bearbeiten könnt. Na, ich setze LAZ CLI immer dann ein, wenn ich mit VS Code irgendein Pascal-Programm erstelle und nicht Lazarus selbst verwenden möchte. Ja. Das liegt zum Teil bei mir immer daran, dass ich zu 90% sowieso mit VS Code arbeite. Und es dann einfach für mich unpraktisch wäre, noch mit Lazarus dann zu arbeiten, dann baue ich auch die Pascal-Programme, die ich noch erstellen muss für Serveranwendungen unter Linux zum Beispiel, baue ich eben schnell mit VS Code. Und dazu ist es eben erforderlich, die, sag ich mal, Projektvorlagen automatisiert zu erzeugen und nicht alles nochmal per Hand zu tippen, ne? Auf der Internetseite, die ihr hier seht, könnt ihr das Programm downloaden. Ich habe dort einmal die ganzen Parameter erklärt und für jeweils Windows, macOS und Linux Versionen hinterlegt. Und es gibt auch immer eine ganz aktuelle Beta, weil sich das Programm auch noch in der Entwicklung befindet. Den Download-Link findet ihr dann auch unter dem Video in der Beschreibung. Den kopiere ich euch da rein, ne? Jetzt zeige ich euch kurz den Live-Download und die wichtigsten Funktionen als Beispiel unter Arch Linux. So, ich lade das Programm erstmal einmal herunter. In diesem Fall nämlich die Beta-Version. Dann packe ich mir hier unter Linux das Programm und lege das mal in mein Bin-Verzeichnis, damit ich es von überall aufrufen kann, weil das dann im Pfad ist. Oder brauche ich entpackt, Dateien anzeigen. Und jetzt werde ich noch die Rechte für das Programm setzen. Ihr könnt das auch mit Change Mode machen oder hier in der GUI-Datei ausführbar machen. Ja, das müsst ihr noch genehmigen, das ist nicht automatisch gesetzt, das Flag. So. Dann gehen wir mal ins Terminal. Aktuell ist es die Version vom 30.11. zum Zeitpunkt dieses Videos. Und ich kann davon auch noch mal kurz die Hilfe zeigen mit dem Help-Parameter. Mit minus N bauen wir ein neues Projekt. Minus. Erstmal gucken, wo bin ich überhaupt? Ich gehe mal in das Verzeichnis Tutorial. Leer und werde jetzt einmal eine Projektvorlage erzeugen. Ich nenne die einfach mal App 123. So, wenn ihr keinen Parameter als Projekttyp übergebt, dann nimmt er mal automatisch eine Anwendung. Ja, ihr könnt aber auch die Konsolenversion, also Application oder ein Programm einfach nur mit diesem minus p Parameter erzeugen. Ich mache jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber. Ich könnte es jetzt auch ohne machen, aber ich sage einfach mal minus p Anwendung. Und jetzt muss ich den Pfad zur LAZ-Build eingeben. Der liegt bei mir in einem sehr langen Verzeichnis.
langen Verzeichnisnamen. FPCApp Deluxe Lazarus und dann LazBuild. Unter Windows würde das entsprechend LazBuild.exe heißen. Ne? So, wenn ich mich jetzt auch nicht vertippt habe, dann kommt ein OK, dass er die Version auch gefunden hat. So, jetzt kann ich mit VS Code das Verzeichnis öffnen, in dem ich bin. Und kann mir mal anschauen, was er so alles erzeugt hat. Also er hat einmal die LPR-Datei erzeugt, er hat eine Form erzeugt, hat das Icon erzeugt und er hat einen Task erzeugt im VS Code Verzeichnis. Ja, hier könnte man mehrere Tasks anlegen. Im Moment haben wir nur einen, den Build-Task. Man könnte auch für Test-Szenarien und andere Fälle auch noch weitere Tasks erzeugen. Das einmal hier im Standard geht er auf die Compile-SH-Datei oder wenn ihr unter Windows seid, nimmt er die CMD-Datei dazu. Machen im Grunde beide das gleiche, die machen nachher aus eurem Projekt ein Bild. Ich zeige euch jetzt mal die SH-Datei, da hat er den Pfad, den ich vorhin so mühsam eingegeben habe, angelegt hier, hat er hinterlegt und er hat auch den Projektpfad hinterlegt. Und dann kann er diese Compile-SH unter Linux, unter macOS verwenden. Im Linux, in diesem Fall habe ich jetzt ein Widget-Set GTK2 angegeben. Ihr könnt auch Qt und was weiß ich. In Darwin, also auf dem Mac könnt ihr über Cocoa oder Carbon die Builds erzeugen. Das ist im Prinzip eure Sache, was ihr in eurem Projekt machen wollt. Na, das ist hier jetzt erstmal nur ein Beispiel. Ihr könnt diese Dateien jederzeit ändern und für eure Bedürfnisse anpassen. Ja. Zusätzlich hat er auch noch ein Git-Ignore-File erzeugt, falls ihr mit Git Versionsverwaltung machen wollt für euer Projekt. Dann ist die Datei schon mal gleich mit da. Könnt ihr natürlich auch eure eigenen, sag ich mal, Ignore-Files und File-Typen noch mit angeben. So. Jetzt gehen wir mal ins Terminal. Machen wir einen Clear. Also, um das ganze Standardprojekt, so wie es eigentlich auch, wenn ihr es unter Lazarus erzeugt, erstmal leer erzeugt wird, zu bilden, drückt ihr STRG SHIFT B. Und dann hat er uns hier eine App erzeugt, die App 123. Ich starte die mal. Und dann habt ihr das Bekannte, wie ihr es von Lazarus eben kennt. Die Form. Können jetzt auch nochmal, sagen wir mal, eine kleine Änderung vornehmen. Aber mal ein bisschen den Titel ändern und die Größe ändern. Ich will ja nur das Prinzip von LazCLI zeigen, will euch jetzt hier nicht die Free Pascal und Lazarus Programmierung näher bringen. Da kennt ihr euch selbstbestimmt genauso gut aus. So, dann mache ich jetzt nochmal mit STRG SHIFT B das Bild. Und starte das nochmal. Und dann seht ihr, die Größe hat sich verändert und hier oben im Titel steht Bild mit LazCLI. Ja. Das gleiche könnt ihr mit jeder Konsolenanwendung machen. Ich habe jetzt nur für die Demo-Zwecke, weil sich es besser zeigen lässt, habe ich jetzt einfach mal eine Anwendung mit Formular erzeugt. So, das Ganze könnt ihr natürlich auch per Kommandozeile mit LazCLI bilden. Läuft im Prinzip genauso. Hier unten dann habt ihr hinterher die Bildausgabe. Und wenn alles gut geht, ist das erfolgreich.
Wir können dafür ja noch mal kurz den Titel ändern. So, Ganze nochmal. Build Project. Na. App 1, 2, 3. Build Miller CLI. Man muss das Ganze natürlich auch speichern. Was er jetzt gerade nicht macht. So, Ctrl S. Dann nochmal das Bild und das Programm ausführen. Und dann passt das auch. So, kommen wir nochmal zu den anderen Parametern. Ihr könnt auch Units oder Formulare nachträglich zum Projekt noch hinzufügen über die Kommandozeile. Hier mal ein Clear. Dann sagen wir mal CLI-U neue Unit. Erstelle neue Unit. Soll sie zum Projekt hinzugefügt werden? Ja. Und dann habt ihr hier eine neue Unit. Entsprechend. Und die wurde auch, damit ihr sie auch später, wenn ihr es mal müsst, mit Lazarus weiter bearbeiten wollt, auch hinzugefügt. Das gleiche können wir auch nochmal mit dem Formular machen. Ich würde mal sagen, neues Formular oder neue Form. Auch zum Projekt hinzufügen, ja. Und hier wird ebenfalls beides angelegt. Und auch entsprechend in der Projektdatei hinterlegt. Das Ganze läuft entsprechend auch unter Windows oder macOS. Da wir aber jetzt hier für Windows nicht wissen, wenn ihr praktisch das hier erzeugte Projekt jetzt nach Windows portiert über euer Git oder wie auch immer, wissen wir natürlich nicht, wo der Pfad auf eurem Windows-System ist. Das müsst ihr dann hier oben entsprechend noch nachtragen. Ne? Da müsst ihr die Lars-Bild-Exe, den Pfad dazu eintragen. Ne? Ja. Okay, das sollte es erstmal gewesen sein. Ganz kurzes Beispiel dazu. Und dann würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen habt oder so, schreibt das ruhig in die Kommentare. Und wenn ihr, sag ich mal, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da oder ein Abo. Dann würde ich sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.